Hä? LOL! Was? Jetzt? LOL, ich bin stehen geblieben. So, Freunde, mit dem nächsten TikTok-Mythos soll man angeblich einen legendären Brawler aus einer kostenlosen Brawlbox bekommen. Und... Oh, oh mein Gott, und jetzt sieht wirklich ein legendär aus der Brawlbox, Digga. Krank. Ja! Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, heute gibt es mal wieder ein richtig krasses Video. Wir werden nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder unglaubliche TikTok-Mythen testen in Brawl Stars. Also verschiedene Glitches, verschiedene Sachen, die wir eben auf TikTok gefunden haben. Ob sie wirklich funktionieren, wird auf jeden Fall sehr, sehr nice. Lasst jetzt schon mal ein Like da, Freunde. Und ja, wir haben auch 2 Helfer tatsächlich am Start. Und zwar einmal Duck und einmal Lev. Moin moin. Konnichiwa. Hi. Genau, Freunde, die beiden sind natürlich auch verlinkt in der Beschreibung. Die werden mir auf jeden Fall helfen, denn es wird auf jeden Fall etwas sein, wo man mehrere Leute für braucht. Und ich würde sagen, wir schauen uns schon mal den ersten Glitch an. Let's go. So, Freunde, ihr seht schon, links unten sind auf jeden Fall einige. Aber es geht hauptsächlich hier um den Sprout, den Karl und den Bass. Also die drei werden wir auf jeden Fall brauchen. Es wird einfach jetzt so sein, dass der Karl sozusagen auf das Wasser dasht. Und dann boom! Oh mein Gott, Alter! Ja, Bass kommt quasi durch die ganze Wand, indem er halt sich an den Karl dran heftet. Und dann ist er einfach, wird er quasi so durch die halbe Map hier gezogen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr witzig aus. Ich würde sagen, das testen wir schon mal als erstes, ob das Ganze funktioniert. Let's go! So, Freunde, natürlich müssen wir noch ganz schnell die Map dafür bauen, aber sollte ja relativ schnell gehen. Wir machen alles voller Steine und dann halt wie eben diese 2 Felder, ne, wo man noch ein bisschen Wasser sozusagen übrig hat. Und genau, dann sehen wir uns gleich. Okay. 3, 2, 1, go! Hä? LOL! Was? Jetzt werde ich auf die andere Seite gezogen. Oh mein Gott, und ich bin wieder zurück. Alter, was? Habt ihr es gesehen? LOL. Also irgendwie, ich wurde auf einmal in die falsche Richtung irgendwie gezogen eben. Aber das sah auf jeden Fall ziemlich witzig aus, Freunde. Ich würde sagen, eigentlich TikTok-Mythos hier bestätigt. Hat auf jeden Fall funktioniert. Sehr, sehr nice. Okay, Freunde. Also, der nächste TikTok-Mythos, den sehen wir hier. Längste Daryl-Rolle. Die werden wir auf jeden Fall versuchen. Vielleicht schaffen wir richtig lange. Und zwar, ja, die beiden haben das eben hier so gemacht. Immer mit 2 Sprouts. Und wir machen es einfach nur mit einem Daryl. Ihr seht schon, oh mein Gott, diese Rolle ist ultra lang. Und bevor er eben am Ziel ankommt, wird dort wieder eine Wand gesetzt. Und er rollt quasi wieder zurück. Und ja, so kann man das halt immer hin und her versuchen, möglichst lange eben. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. So, Freunde, und zwar habe ich das Ganze folgendermaßen gebaut. Ihr seht das schon. Ich habe nur einen Wasserstreifen gebaut. So ist halt immer, kann ich immer genau sagen, wann ich ungefähr ankomme. Und dann, ja, dachte ich mir eben, unten erst quasi die Ulti setzen, dann wieder oben, dann wieder unten und so weiter. Und so werden wir auf jeden Fall jetzt versuchen, die längste Daryl-Rolle zu schaffen. Ich bin mal sehr gespannt. Also ich rolle 3, 2, 1 und go. Und jetzt. Oh ja, und jetzt. Oh, und jetzt. Oh mein Gott. Oh, jetzt war die Wand unten weg. Alter, okay, nice. Aber wir haben schon mal echt ziemlich lange geschafft sogar eigentlich. Nice, ihr seid nochmal da. Ich roll einfach schon mal wieder hier. Könnt ihr nochmal versuchen, direkt jetzt. Perfekt. Okay, jetzt. Oh, nice. Und jetzt. Oh mein Gott, ich bin einfach so mitten in dieser Rolle. Na, okay, nice. Das war schon mal ein guter Try. Komm, wir machen noch einen, würde ich sagen. Okay, und jetzt. Okay, nice. Und jetzt. LOL, ich bin stehen geblieben. LOL, ich bin unten. LOL. Okay, warte ich. LOL. Warte, ich roll nochmal hier. Okay, jetzt. Ja, LOL. Ich bin wieder stehen geblieben. Du musst deine Wall wegmachen, Lev. Ach so, ich muss mal eine Wand wegmachen. WTF. Ja. Komplett verwackt, Alter.
Aber gut, der eine Try, den wir so am Anfang relativ hatten, der war auf jeden Fall eh ganz gut, fand ich. Also Freunde, wir haben es auf jeden Fall gesehen, TikTok-Mythos ist bestätigt. Wir haben es nicht extrem gut hinbekommen, aber würde ich sagen auch ganz gut. Und genau, dann würde ich sagen, weiter geht's. So Freunde, mit dem nächsten TikTok-Mythos soll man angeblich einen legendären Brawler aus einer kostenlosen Brawlbox bekommen. Bin mal sehr gespannt, ob das Ganze funktioniert. Also man soll auf jeden Fall als erstes hier auf den Brawler 10-mal drücken. Übrigens nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, Freunde. Solche Mythen funktionieren eigentlich in der Regel nicht. Trotzdem, ich teste sie viel Unterhaltung natürlich aus. Das ist aber wichtig zu sagen, also gebt auf jeden Fall kein Geld aus, um sowas zu testen. Und genau, 20 Sekunden soll man als nächstes seinen Wunschbrawler austesten. Also in dem Fall Crow zum Beispiel. So, Freunde. Und danach soll man den Brawler nochmal rotieren in dieser Lobby. Also so, ne, um das Glück wahrscheinlich aufzuladen. Und dann nochmal zu den Profilbildern. Und den dann 10-mal klicken. Okay, bin ich mal gespannt. Und dann, oha, er hat genau eine Brawlbox. Und, oh mein Gott. Und er zieht wirklich einen legendären aus der Brawlbox, Digga. Krank. Okay, ich bin mal echt saugespannt, ob das funktioniert, Freunde. Wie gesagt, normalerweise funktioniert sowas nicht. Aber wir testen das Ganze mal aus. Ich bin hier auf einem Account, wo mir tatsächlich noch, ja, noch drei legendäre fehlen. Unter anderem auch tatsächlich Crow. Ich würde mal sagen, wir machen es wie im TikTok dann auch mit Crow einfach, Leute. Also wir sollen auf jeden Fall als erstes, glaube ich, 10-mal auf ihn klicken. So, Freunde, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und jetzt soll man ihn nochmal 20 Sekunden lang auf jeden Fall austesten. Als nächstes soll man seinen Brawler rotieren, Freunde. Das heißt, das machen wir natürlich auch nochmal. Und ansonsten muss man dann tatsächlich nur noch, ja, einfach den, das Icon, glaube ich, 10-mal antippen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Leute. Oha, okay. Wir geben einfach nochmal vorher auf Ehre natürlich Creator-Code Lukas ein, Leute. Das ist natürlich kostenlos, also macht das gerne mal. Und dann würde ich sagen, testen wir das Ganze mal. Also er hat es gesagt, aus einer Brawlbox tatsächlich hat er es ja geschafft. Jetzt bin ich mal gespannt. 3, 2, 1 und... Okay, hier schon mal nicht. Okay, schade, schade. Wir haben auch noch eine weitere Brawlbox und let's go. Auch hier nicht drin gewesen. Noch eine weitere Brawlbox und... Ah, hier auch nicht drin. Okay. Ich würde mal sagen, wir jammen mal ein bisschen hoch, Leute. Probieren wir nochmal die Brawlbox aus. Okay. Wäre schon halt echt geisteskrank aus der Brawlbox, ne? Also, let's go. Okay. Mhm. Dann gehen wir mal zur nächsten Brawlbox. Nächste Brawlbox. So, Freunde, ich tue einfach schon mal Bass abholen, dass wir den nicht aus Versehen ziehen, weil wir wollen ja Crow ziehen. Und ja, ich habe jetzt nochmal hochgejampt. Wie gesagt, Leute, macht das nicht nach, nicht Geld ausgeben extra, um so einen Mythos zu testen. Normalerweise funktioniert sowas nicht, aber wir probieren es auf jeden Fall. Brawlbox und nein, hier auch nichts. Okay, Freunde, die Brawlboxen haben schon mal tatsächlich nicht gegönnt, aber ich würde sagen, wir geben nicht auf und machen einfach mal weiter hier mit den Big Boxen. Das wäre ja auch extrem heftig, aus einer Big Boxen legendären zu ziehen, ne? Falls das ja angeblich funktioniert hat, dann testen wir das mal so aus. Okay, Freunde, auch die Big Boxen haben tatsächlich nicht gegönnt hier aus diesem Brawl Pass. Das heißt, jetzt widmen wir uns mal den Mega Boxen. Also ihr merkt schon, ne? Das Ganze dauert relativ lange tatsächlich und bisher hat es noch nicht gegönnt. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir holen uns mal diese Box hier noch. Drei verbleibende auch nur noch. Also man hat leider gesehen, das hat schon mal aus dem Brawl Pass nicht funktioniert. Also, Freunde, dann öffnen wir jetzt mal noch so ein paar Boxen und hoffen mal, dass wir jetzt aber wirklich Luck haben. Aber ich muss auch echt sagen, Chance ist jetzt auch schon extrem hochgegangen. Normalerweise sollte es jetzt wirklich auch mal gönnen hier. Sehr, sehr seltsam. Ein verbleibender auch nur noch, Leute. Also wir können halt kaum noch was ziehen. Ja! LOL! Alter, Digga! WTF! Okay, Leute, wir haben Sandy bekommen statt Crow tatsächlich auch, ne? Also man muss auf jeden Fall sagen, Mythos eindeutig nicht bestätigt. Hier X auf jeden Fall, Freunde, an der Stelle. Und ich habe echt auch mehr Gems gebraucht, als ich wollte, sage ich ehrlich, Freunde. Oh mein Gott, in der letzten Box war sogar... ja, hier nochmal Sandy drin. Ja, also eindeutig hat das Ganze nicht funktioniert. Wir haben jetzt nach wirklich vielen, vielen Gems erst Sandy bekommen, Freunde. Trotzdem hoffe ich auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat. Lasst unbedingt nochmal ein Like da, Freunde. Wir sehen uns und damit. Ciao, ciao.